Protokolliere deine Träume. Führe ein Traumtagebuch. Du kannst dir ein Blankobuch zulegen, in das du deine Träume eintragen kannst. Dies hat viele Vorteile. Hier nenne ich ein paar Vorteile und Tipps beim Aufschreiben. Erstens, es hilft dir, seelische, dämonische und göttliche Träume zu unterscheiden, indem du über den aufgeschriebenen Traum betest. Zweitens, wenn du die Bedeutung des Traums noch nicht kennst, kannst du sie zu einem späteren Zeitpunkt darunter schreiben. Drittens, vielleicht richtet sich der Traum nicht nur an dich, sondern an eine andere Person. Frage Gott immer, an wen sich ein Traum richtet. Viertens, wenn du den Traum veröffentlichen willst, zum Beispiel im Internet, in einer Zeitschrift etc., frage Gott zuvor, ob der Traum sich für die breite Masse, mehrere Leser oder Zuhörer eignet. Und bitte eventuell einen anderen Christen, den Traum und die Auslegung vorher zu lesen. Ist die Bedeutung des Traums klar beschrieben? Ist etwas unklar? All das erkennt meist jemand besser, der den Traum selbst nicht hatte. Fünftens, schreibe jeden Traum sofort nach dem Aufwachen auf. Ansonsten könnten eventuell Details verloren gehen. Sechstens, wenn du einen Traum hattest, der dich innerlich auffüllt, schreibe ihn dir zunächst auf. Meist kannst du einen aufregenden Traum erst nach einigen Minuten nüchtern betrachten. Das liegt daran, dass du dich kurz nach dem Aufwachen in Gedanken und Gefühlen noch mitten im Traum befindest. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, bitte doch Gott, dir nachts eine Botschaft von ihm zu schenken. Lege eventuell einen Zettel und einen Stift oder dein Traumtagebuch neben das Bett. So kannst du dir einen Traum oder ähnliches sofort notieren. Wenn du heute noch keinen Traum von Gott empfängst, sei nicht enttäuscht. Schreibe den Traum trotzdem auf und finde die jeweilige Traumart heraus. Vergiss nicht, deinen Traum zu prüfen. Bitte lies dazu auch den Artikel Protokolliere deine Träume, führe ein Traumtagebuch auf meiner Internetseite www.prophetenschule.org. Dort stehen noch weitere Tipps, die dir helfen können. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.